Aber das führt uns zu dem Thema, wenn wir schon die Geschwindigkeit des Weihnachtsmann kurz gehört haben, gibt es den Weihnachtsmann denn wirklich? Ich habe da ein paar renommierte Wissenschaftler befragt zu dem Thema und einige Antworten erhalten. Erstens, die Zoologen. Keine bekannte Spezies der Gattung Rentier kann fliegen. Aber es gibt noch 300.000 Arten von lebenden Organismen, die noch klassifiziert werden müssen. Und obwohl es sich dabei hauptsächlich um Insekten und Bakterien handelt, schließt das nicht mit letzter Sicherheit fliegende Rentiere aus, die ja bisher nur der Weihnachtsmann gesehen hat. Zweitens, die Populationswissenschaftler folgende Antwort geliefert. Es gibt ca. 2 Milliarden Kinder, also Menschen unter 18 auf der Welt. Aber da der Weihnachtsmann scheinbar zumindest keine Moslems, Hindus, Juden und Buddhisten beliefert, reduziert sich seine Arbeit auf etwa 15% der Gesamtzahl. Also 378 Millionen Kinder, laut Volkszählungsbüro. Bei einer durchschnittlichen Kinderzahl von 3,5 pro Haushalt ergibt das 91,8 Millionen Häuser. Wir nehmen an, dass in jedem Haus mindestens ein braves Kind lebt. Drittens, die Arbeitszeitrechtler. Folgende Antwort geschickt. Der Weihnachtsmann hat einen 31-Stunden-Weihnachtstag. Bedingt durch die verschiedenen Zeitzonen, wenn er von Osten nach Westen reist, was logisch erscheint. Umgekehrt hätte er weniger Zeit. Damit ergeben sich 822,6 Besuche pro Sekunde. Somit hat der Weihnachtsmann für jeden christlichen Haushalt mit braven Kindern eine Tausendstel Sekunde Zeit für seine Arbeit. Parken, aus dem Schlitten springen, den Schornstein runterklettern, die Socken füllen, die übrigen Geschenke und den Weihnachtsbaum verteilen. Alle übergebliebenen Reste des Weihnachtsessens vertilgen, den Schornstein wieder aufklettern und zum nächsten Haus fliegen. Angenommen, dass jeder dieser 91,8 Millionen Stopps gleichmäßig auf die ganze Erde verteilt sind, was natürlich, wie wir wissen, nicht stimmt, aber als Berechnungsgrundlage akzeptieren wir das, erhalten wir nur mehr 1,3 Kilometer Entfernung von Haushalt zu Haushalt. Eine Gesamtentfernung also von 120,8 Millionen Kilometer. Nicht mitgerechnet die Unterbrechungen für das, was jeder von uns mindestens einmal in 31 Stunden tun muss, plus Essen und so weiter. Das bedeutet nun, dass der Schlitten des Weihnachtsmannes mit 1040 km/h pro Sekunde fliegt, also der 3000-fachen Schallgeschwindigkeit. Zum Vergleich, das schnellste von Menschenhand gebaute Fahrzeug auf der Erde, der Ulysses Space Probe, fährt mit lächerlichen 43,8 km pro Sekunde. Ein gewöhnliches Rentier schafft höchstens 24 km pro Stunde. Die nächste Antwort habe ich bekommen von dem Gewichtsberechner. Die Ladung des Schlittens führt zu einem weiteren interessanten Effekt. Angenommen, jedes Kind bekommt nicht mehr als ein mittelgroßes Lego-Set, etwa 1 Kilogramm, dann hat der Schlitten ein Gewicht von 378.000 Tonnen geladen. Nicht mitgerechnet den Weihnachtsmann, der übereinstimmend als stark übergewichtig beschrieben wird. Ein gewöhnliches Rentier kann nicht mehr als 175 Kilogramm ziehen. Selbst bei der Annahme, dass ein fliegendes Rentier das zehnfache normale Gewicht ziehen könnte, braucht man für den Schlitten nicht 8 oder vielleicht 9 Rentiere, man braucht 216.000 Rentiere. Das erhöht das Gewicht, den Schlitten selbst noch nicht einmal mitgerechnet, auf 410.000 Tonnen. Nochmals zum Vergleich, das ist mehr als das vierfache Gewicht der mittlerweile eingeschrotteten Queen Elizabeth. Nicht der Königin, sondern des Luxusschiffs. Nun, die nächste Antwort kam von dem Luftwiderstandsberechner. 410.400 Tonnen bei einer Geschwindigkeit von 1040 km pro S, sprich Sekunde, erzeugt einen ungeheuren Luftwiderstand. Dadurch werden die Rentiere aufgeheizt, genauso wie ein Raumschiff, das wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Das vorderste Paar Rentiere muss dadurch 16,6
Trillionen, ich glaube, das hat ungefähr 24 Null, Joule-Energie absorbieren pro Sekunde. Jedes. Anders ausgedrückt, sie werden praktisch augenblicklich in Flammen aufgehen. Das nächste Paar Rentiere wird dem Luftwiderstand preisgegeben und es wird ein ohrenbetäubender Knall erzeugt. Das gesamte Team von Rentieren wird innerhalb von 5000stel Sekunden vaporisiert. Der Weihnachtsmann wird währenddessen einer Beschleunigung von der Größe der 17.500-fachen Erdbeschleunigung ausgesetzt. Ein 120 Kilogramm schwerer Weihnachtsmann, was der Beschreibung nach eigentlich wenig wäre, würde an das Ende seines Schlittens genagelt, mit einer Kraft von 20,6 Millionen Newton. Damit kommen wir aufgrund der Antworten der schlauen Wissenschaftler zu dem Schluss, wenn der Weihnachtsmann irgendwann einmal Geschenke gebracht hat, ist er heute tot.